Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema Backbutton-Fokus und es war ein Thema, das mir viele Zuschauer geschrieben haben, dass ich doch mal gerne ein Video dazu machen soll. Und das gibt es jetzt hiermit. Das ist kein Quick-Tipp-Video, weil es doch ein bisschen umfangreicher einfach ist zu erklären. Und ich würde jetzt erstmal anfangen, was bedeutet überhaupt Backbutton-Fokus. So, normalerweise ist es bei der Kamera ja so, dass man den Auslöser hat. Den kann man halb drücken und ganz drücken. Wenn man den Auslöser halb drückt, dann wird in der Regel fokussiert. Und wenn man ihn ganz durchdrückt, dann wird ein Bild geschossen. Beim Halbdrücken wird dann zusätzlich zum Fokussieren auch noch die Belichtung gemessen, natürlich bei den modernen Kameras, also bei allen modernen Kameras. Und wie gesagt, beim Volldurchdrücken des Auslösers wird dann eben das Bild geschossen. Beim Backbutton-Fokus wird das Ganze dann entkoppelt. Das heißt, der Auslöseknopf ist tatsächlich nur noch zum Auslösen da und die AF-AE-Taste oder AFL oder wie auch immer, ich mache noch ein Bild, blende ich nebenher ein, das ist jedenfalls die Taste, die in der Regel da ist, wo man mit dem Daumen hinkommt, wenn man die Kamera in die Hand nimmt. Diese Taste wird dann zum Fokussieren genutzt. Das heißt, ich habe jetzt statt einer Taste dann plötzlich zwei Tasten für das Gleiche. Jetzt könnte man sagen, das ist ja eher ein Nachteil, warum sollte man das nutzen? Aber deswegen will ich jetzt auf die Vorteile des Ganzen eingehen. Natürlich muss man sagen, es ist ein gewöhnungsbedürftiges Thema. Das heißt, wenn man das erste Mal macht, dann wird man relativ lange brauchen, sich dran zu gewöhnen, wenn man bisher nur auf die normale, in Anführungszeichen, Art fotografiert hat. Ich selber habe lang versucht, mich dran zu gewöhnen. Für meine Art der Fotografie reicht mir die normale Version sozusagen. Aber ich kann sehr, sehr gut verstehen, wenn man den Backbutton-Fokus nutzen will. So, was ist der Vorteil von dem Ganzen? Nicht wundern, ich habe hier noch einen Monitor dran, dass ich euch auch mal zeigen kann, was die Kamera sozusagen sieht, also was die mir letztendlich anzeigt. So, ein großer Vorteil von dem Ganzen ist, dass man im Grunde zwei Fokusvarianten auf einmal nutzen kann. Es gibt ja in der Regel einen Einzelautofokus und einen kontinuierlichen Autofokus. Beim Einzelautofokus wird einmal fokussiert, dann drückt man ab, das Bild wird geschossen. Beim kontinuierlichen wird permanent, während man den Auslöser halb gedrückt hat oder eben diesen AF-Button, AF-On-Button, gedrückt hält, also den Backbutton-Fokus, wird kontinuierlich fokussiert. Wenn man den Backbutton nutzt, kann man im Grunde immer im kontinuierlichen Fokus bleiben, denn man kann sagen, ich will jetzt auf irgendwas fokussieren. Das blenden wir jetzt mal ein. Ich habe hier ein wunderschönes Wildtier eingefangen. So, jetzt habe ich auf Autofokus Continuous, das heißt, wenn ich hier irgendwo hin und her gehe, da sieht man wunderschön das DFD-Gewobbel, dann fokussiert er die ganze Zeit hin und her. Wenn ich jetzt aber die AF-On-Taste loslasse, dann bleibt der Fokus genau an der Stelle, wo ich den Fokus eben haben will und wo er eben als letztes war. Wenn ich jetzt auf den Auslöser drücke, passiert gar nichts weiter. Ja, kann ich ein Bild schießen, aber das war's. Also es wird nicht nochmal neu fokussiert. Das heißt, man kann quasi damit auf den Single AF in Anführungszeichen verzichten. Der hat natürlich auch andere Vorteile, muss man ganz klar sagen. Dieser kontinuierliche Autofokus ist in der Regel sehr, sehr schnell. Das hat man ja gerade gesehen. Der will die ganze Zeit ein neues Ziel finden oder der will die ganze Zeit nachfokussieren, nachjustieren. Deswegen geht es die ganze Zeit hin und her. Also das ist in dem Fall extrem. Konnte man ja sehr gut gesehen. Ich habe aber auch jetzt hier eine fiese Variante genommen, einfach im Vordergrund sieht man ja ganz gut, habe ich da verschiedenste Pflanzen, Blätter und so weiter und im Hintergrund dann eben oder im Mittelgrund dann eben diese Maus, die da im Strauch hängt. Gut, also das ist auf jeden Fall einer der Vorteile vom Backbutton Autofokus. Ich kann sehr, sehr schnell zwischen Einzelautofokus und kontinuierlichem Autofokus umschalten, ohne dass ich zwischen den beiden Modi überhaupt umschalten muss, sondern einfach nur fokussieren, loslassen, dann bleibt es genau an der Stelle.
fokussiert nicht weiter. Wenn ich aber den kontinuierlichen brauche, kann ich einfach die ganze Zeit auf der AF-On-Taste bleiben. Ein Thema, wo das sehr, sehr hilfreich ist, ist sicherlich die Wildlife-Fotografie, weil manchmal hat man zum Beispiel einen Vogel, der auf der gleichen Stelle bleibt, wo man viele Bilder nacheinander machen will, nicht nachfokussieren will, aber vielleicht fliegt er irgendwann los, dann will man den kontinuierlichen Autofokus und dann da eben Serienbildaufnahmen machen oder was auch immer, wo der Autofokus nachgeführt wird. Also da kann man dann, ohne dass man an der Kamera noch umschalten muss, das so realisieren, dass man beide Modi verwenden kann. Ein weiterer Pluspunkt von dem Backbutton-Autofokus ist, dass man das Ganze neu ausrichten kann. Man kann die Kamera neu ausrichten. Das heißt, jetzt schauen wir uns das auch mal wieder an. Ich habe jetzt hier, fokussieren wir mal irgendwo anders hin. Also ich habe hier mein Ziel. Und wenn ich den jetzt zum Beispiel unten rechts haben will, dann muss ich ja das Fokusfeld logischerweise dahin bringen. Fokussiere jetzt drauf, mache meine Kamera mal fest und kann mein Bild jetzt schießen. Wenn ich jetzt aber das Ganze oben links im Bild haben will, müsste ich normalerweise das Fokusfeld verschieben, jetzt, dann wieder fokussieren, dann wieder auslösen. Weil immer wenn ich die Auslösetaste drücke, wird ja neu fokussiert. Das heißt, der geht dann wieder zurück, geht dann wieder hin. Und wenn das Autofokusfeld nicht mehr da ist, wo ich es haben will, wird logischerweise der Fokus verloren. So, der Vorteil ist jetzt bei dem Backbutton-Autofokus, ich kann jetzt einfach die Kamera ausrichten. Jetzt habe ich die Maus oben links im Bild und kann einfach nochmal neu auslösen und habe den gleichen Fokus wie gerade eben. Da der Abstand von mir zu dem Objekt gleich geblieben ist, habe ich logischerweise auch den gleichen Fokus noch. Und so könnte ich das Ganze jetzt natürlich auch noch unten links in die Ecke, oben rechts, unten rechts und so weiter. Also ich denke mal, du hast verstanden, worauf ich raus will. Das heißt, man kann ohne nachfokussieren und ohne das Fokusfeld irgendwohin anders zu verschieben, kann man das Bild neu komponieren, indem man eben das Ziel oder da, wo man hinfokussieren will, neu ausrichten kann. So, jetzt kommt noch ein Thema, das unterscheidet sich ein bisschen zwischen DSLR-Kameras und spiegellosen Kameras. Und zwar gehe ich erstmal auf das Thema spiegellos ein. Wenn man da in den manuellen Fokusmodus wechselt, also an der Lumix G9 zum Beispiel, ist es einfach hier so ein kleines Rädchen, das ich da auf den MF-Knopf bringe. Jetzt sieht man auch ganz gut auf dem Bildschirm, dass jetzt mein Fokus-Peaking auch aktiv ist. Wir richten das jetzt mal ein bisschen aus, das Ganze. So. Wenn ich jetzt hier manuell fokussiere, dann sieht man, dass sich der Fokus eben verschiebt. Ich kann aber bei der G9 jetzt mit dem Backbutton-Autofokus trotzdem, dass ich im manuellen Modus bin, auch fokussieren. Das heißt, ich kann jetzt drücken, zack, und der findet den Fokus. Ja, ich kann das Feld natürlich auch schieben, woanders hin, rums, und dann hat er den Fokus. Wenn ich jetzt auf den Auslöser wieder drücke, passiert logischerweise wieder nichts. Das heißt, da kann ich dann einfach auslösen, manuell fokussieren, Autofokus nutzen, eventuell manuell nachjustieren und dann mein Bild schießen. Also auch ein großer Vorteil, dass man trotz manuellem Fokusmodus das Ganze trotzdem noch nutzen kann mit Autofokus, wenn man es dann doch mal braucht. Das gleiche geht auch bei der Olympus-Kamera, habe ich auch ausprobiert, da ist es das gleiche. Also da kann man auch genau das einstellen. Bei den DSLR-Kameras ist es ein bisschen anders, weil in der Regel bei spiegellosen gibt es ja Fokus by Wire. Das heißt, ich tue, wenn ich den Fokusring drehe, gar nicht mehr im Objektiv manuell was verschieben, sondern das macht alles dann letztendlich die Elektronik für mich. Bei DSLR-Kameras, die meisten Objektive, die es da gibt, also die mit Ultraschallmotor, da kann ich auch manuell am Objektiv drehen und den Fokuspunkt verschieben, auch wenn die Kamera abgeschaltet ist, also gar kein Strom drauf ist. Das heißt, da habe ich dann sogar noch den Vorteil,
dass ich im kontinuierlichen Autofokus, wenn ich den Backbutton-Fokus nehme, nutze, auch zwischendurch manuell eingreifen kann und das verschiebt sich nicht mehr, dieser manuelle Eingriff, auch wenn ich den Auslöser drücke. Weil das ja, wie gesagt, der Fokus vom Auslöser entkoppelt ist, wie wir gelernt haben. Also auch ein großer Vorteil, finde ich. Zusätzlich kann man bei DSLRs damit auch noch relativ gut vorfokussieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt nehmen wir mal an, das Ganze hier ist ein Vogel und keine Maus und ich gehe davon aus, dass die gleich losfliegen wird. Und zwar in meine Richtung. Dann fokussiere ich hier auf der Höhe dieses Zweigs zum Beispiel und warte jetzt einfach, bis der Vogel losfliegt. Schieße dann mein Bild, natürlich dann mit Serienaufnahme am besten und nicht nur mit Einzelbildaufnahme, so dass man sicher auch den Vogel dann im Bild hat, beziehungsweise im Fokus hat, weil das schafft kein Mensch, es so genau zu timen. Und das kann ich eben trotzdem, dass ich einen kontinuierlichen Autofokus habe, bei DSLRs auch immer einstellen. Bei den Spiegellosen muss man dafür dann auf manuellen Fokus umstellen, hat dann eben den Einzelautofokus und den manuellen Autofokus, beides mal über die AF-On-Taste bzw. über den Drehring am Objektiv. Also das war jetzt alles zum Thema Backbutton-Autofokus, was ich als Vorteile von dem Ganzen sehe. Es ist definitiv eine gewöhnungsbedürftige Sache, das heißt, das wird nicht jeder auf Anhieb damit klarkommen. Ich denke mal, da muss man mindestens 1-2 Tage länger damit arbeiten, dass man damit sehr, sehr gut klarkommt. Also ich werde nochmal versuchen, mich da einzuarbeiten, wenn ich wieder Tiere fotografiere, für Landschaftsfotografie oder sonst Themen, sehe ich jetzt keine Vorteile in dem Ganzen. Und wie gesagt, ich konnte mich auch persönlich nie so richtig damit anfreunden. Aber ich, wie gesagt, die Vorteile habe ich jetzt mal aufgezeigt. Wenn du wissen willst, wie man den Backbutton-Fokus bei deiner Kamera einstellt, das gibt es in der Regel schon Anleitungen dazu. Ansonsten kannst du mich auch gerne fragen. Für Olympus und Panasonic kann ich das Ganze beschreiben. Für die anderen Kameras weiß ich es logischerweise nicht, weil ich keine anderen Kameras habe. Gut, wie gesagt, wenn du noch Fragen hast, dann gerne ab damit in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dir aufzeigen, was es für Vorteile hat, diesen Fokusmodus zu nutzen. Denk einfach nach, brauchst du das, brauchst du es nicht? Wenn du es dir vorstellen kannst, dass du es brauchst, dann wird sich sicherlich lohnen, das Ganze zu erlernen. Ja? Und ansonsten wünsche ich dir noch frohe Ostern vollends und bis zum nächsten Video. Ciao!